Control, we're at the fence. Almost ready to re-engage power. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution mit mir, dem Tim. Ja, Leute, es ist schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit her, seitdem die letzte Folge Jurassic World Evolution kam, wo ich eigentlich gesagt hatte, dass das Projekt damit beendet ist, weil es die ganzen tollen, großen, neuen DLCs gezeigt hat. Aber danach wurden noch zwei andere DLCs veröffentlicht. Eins davon war das Carnivore DLC, glaube ich, so hieß es. Bin mir nicht ganz sicher, ob die beide so hießen, aber auf jeden Fall das eine hat drei neue Fleischfresser und das andere drei neue Pflanzenfresser hinzugefügt. Und ich habe mir davon das Fleischfresser DLC gekauft. Nach dem Kauf allerdings wollte ich anfangen, hier die Fossilien zu sammeln und alles mögliche, was man halt machen muss, damit man die Dinos bekommt. Dann ging Jurassic World Evolution aber nicht mehr, denn sobald ich es gestartet habe, kam Black Screen und danach kam eine Fehlermeldung, dass es abgestürzt ist. Ich habe im Internet geguckt, was man dagegen machen kann. Ich habe alles Mögliche probiert, hat nichts geklappt. Und jetzt sitze ich hier an einem Samstag, habe mich gelangweilt, wusste nicht genau, was ich jetzt gerade zocken will. Habe dann einfach mal Jurassic World Evolution geöffnet und dann ging es plötzlich. Und dann habe ich jetzt angefangen, hier alle Fossilien zu farmen und jetzt sind wir hier. Ja, also kommt jetzt ziemlich spät. Wenn ihr wollt, dass ich noch das Herbivore DLC Let's Play, beziehungsweise euch davon die Dinos nochmal zeige, dann könnt ihr es mir gerne sagen in den Kommentaren, weil dann kaufe ich mir das auch noch und dann spiele ich es auch noch und dann zeige ich euch da die neuen Dinos. So, was mit dem DLC neu hinzugefügt wurde, sind folgende Dinosaurier. Und zwar einmal der Acrocanthosaurus, das ist eigentlich sowas wie ein fetter T-Rex. 11,5 Meter, 6 Tonnen. Da hört ihr auch schon das Brüllen. Sieht auf jeden Fall ganz nice vom Bild aus. Ich habe alle von den Dinosauriern noch nicht als 3D-Modell oder so gesehen. Ich habe mir auch noch nichts irgendwie auf YouTube davon angeguckt. Ja, dann gibt es hier noch den Herrerasaurus. 6 Meter. War der Herrerasaurus nicht sogar einer der ersten Dinosaurier, die irgendwie überhaupt entstanden sind? Hier Trias. Ich glaube, der war einer. Warte mal. Ach, späte Trias. Dieser Dinosaurier hatte einen flexiblen Kiefer, der mir möglich ist, seine Beute zu verschlingen. Sich zu verbeißen. Knochen zu verdauen, okay. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall mal irgendwie früher in so einem Dino-Buch gelesen, dass der Herrerasaurus der erste Dinosaurier war. Also der richtige Dinosaurier, wenn man sich einen Dino halt vorstellt. Und dann gibt es den Proceratosaurus. Das ist dieser kleine Geselle hier. 3,6 Meter, 40 Kilo. Und was bei dem krass ist, ich habe mir die ja als ich sie jetzt hier in den Hammond-Entwicklungslaboren gemacht habe, kann man ja auch sehen, mit wie viel die zusammen sein können, also was hier der Bestand ist, hier, soziale Gruppe. Und die können einfach bis 10 Stück schon ohne irgendwelche Modifikationen sein oder so. Und ja, das habe ich jetzt, glaube ich, genug gelabert. Jetzt fangen wir einfach mal an, uns die Dinosaurier anzugucken. Und hier habe ich jetzt die Herrerasaurier. Ich habe jetzt bei allen von den neuen Dinos genau immer so viele gemacht, dass ich alle Skins von denen, die es gerade für die gibt, die ich freigeschaltet habe, zeigen kann. Also jetzt erstmal einen normalen Herrerasaurus angucken. Ah, cool. Ein Baum im Weg. Ja, von Farbe her sieht er eigentlich ganz nice aus. Soll zu den ältesten Theropoden gehören. Hier steht, dass er in Argentinien entdeckt wurde. Also hatte er wenigstens keine weite Reise. Oh fuck, was lacht der Dude jetzt so komisch? So, Herrerasaurus, geht's dir gut? Grasland, Wald, passt. So, sozial sind die 1 bis 5, deswegen habe ich von denen jetzt 5 oder 4? 4 hatte ich von denen jetzt. Aber es sollten trotzdem alle Skins sein. Ja, sieht ganz nice aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Raptor, nur nicht ganz so wie ein Raptor. Naja, mal den anderen Skin angucken. Das Alpin.
ist halt grundlegend der nur in hell. Ja, sieht doch ganz nice aus. Sieht jetzt halt nicht so ultra spektakulär aus oder so. So, was hatte der jetzt für ein Muster? Ich weiß es nicht. Das sieht aber einfach nice aus, weil es ist schön dunkel. Ich mag immer so schwarz oder zumindest dunkle Dinos, die halt ziemlich irgendwelche dunklen Farben haben. Der hier ist ziemlich dunkelgrün, sieht aber auch nice aus. Der hatte jetzt keine Ahnung welches Muster und Wüstenmuster hat er jetzt. Wie sieht Wüste aus? Oh, Wüste sieht auch nice aus. So dunkelbraun, glaube ich. Ja, dunkelbraun. Also davon gefällt mir das hier am besten. Nein, hau ab mit deinem Auftrag, Alter. Ja, oh, hier muss aufgefüllt werden. Unterwegs zur Futterstation. Die sehen schon alle ziemlich nice aus. Ja. Also sind auf jeden Fall ganz cool eigentlich. Und man kann sie halt zu fünft halten. Das ist schon viel, wenn man über so Fleischfresser nachdenkt. Aber bei denen jetzt gleich hier, da geht's richtig ab, bei den Proceratosauriern. So, erstmal den normalen rauslassen. Da ist er. Sieht ziemlich glatt aus. Der Name Proceratosaurus könnte auf eine Verwandtschaft mit dem Keratosaurus hindeuten, doch dem ist nicht so. In Wirklichkeit ist er mit dem Tyrannosaurus verwandt, wobei er bei weitem nicht so beeindruckend ist. Okay, da habt ihr es gehört. Der kleine Stinker hier ist anscheinend mit einem Tyrannosauriern verwandt. Und für den braucht man mindestens drei andere. Deswegen werde ich die jetzt auch mal schnell rauslassen. So, da habe ich jetzt nicht geguckt, aber der hat, glaube ich, Alpinmuster, nachdem es so hell ist. Sieht in Ordnung aus. Die sehen irgendwie so ein bisschen psychomäßig aus, weil die immer so komisch zucken. So, warte. Die Dinger hier, die kann ich eigentlich wegmachen. Da drin wird eh kein Dino lange drin sein. So, der hat jetzt Steppenmuster. Ich habe übrigens auch noch Sumpfmuster freigeschaltet. Deswegen, Alter. Puh, nice. Für die Leute, die es nicht wissen, ich mag die Farbe Rot ziemlich gern. Deswegen sieht der hier, finde ich, ziemlich nice aus. Alter, richtig aggressiv. So, was hat der Wüstenmuster? Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Da sticht der Kamm halt raus. So. Jetzt haben wir da vier drin. Wo ist hier jetzt eine Futterstation? Da hinten bei den Baryonyx, Alter. So, weg mit denen. Und dann habe ich hier natürlich nochmal vier andere ausgedruckt habe ich die hier. Vier andere, mal sehen, wie die aussehen. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, was der drauf hatte. Das sieht auch nice aus. Dass der Kamm halt gelb anstatt rot. Steht es hier irgendwo, was die für eine Dings haben? Lebhaft. Also dieses, was eigentlich bei den meisten anderen Dinos lila ist. Kein Problem. So, was hat der hier? Auch lebhaft. Achso, ich habe zwei. Ja, ab da hatte ich dann alle Skins durch, deswegen habe ich einfach nochmal irgendwelche anderen gemacht. Sieht aber nice aus. So, die anderen haben dann nochmal Steppen und Standard. So, dann sind die Helikopter ja auch beschäftigt und können was betäuben. Los, komm raus. Da war. So. Die kommen dann auch mal schön rüber in ihr eigentliches Gehege, weil hier drin können die nicht bleiben. Aber ich muss sagen, der rote, also Wüsten ist es, glaube ich, finde ich, sieht am besten aus. Die Helikopter treffen auch nichts, oder? Komm, das machen wir jetzt, Alter. Wir sind jetzt hier Mega-Sniper-Profis. Ja, Treffer bestätigt.
Treffer bestätigt. Fuck. Treffer bestätigt. Treffer bestätigt. Nein! Oh, du kommst her, Alter. Komm her, du. Bleib stehen. Mist. Die sind so klein. Die trifft man wirklich nicht. Yo, bleib doch mal stehen. Nein! Nein! Alter, okay, ich lasse es die KI machen. Die zwei sind schon mal betäubt, die bringe ich dann darüber. Hier waren ja eigentlich mal meine ganzen Deinonychos drin. 8 Stück. Aber von denen hier kann man 10 haben. Theoretisch mit Genommodifizierung von Wolfzeug da. Kann man von dem, glaube ich. Wie viel kann man von denen zusammenhalten dann? Da sind sie. Ich könnte jetzt das hier reinhauen, dann gehen die bis 11 hoch, müssen aber 4 haben. Oder das hier, dann gehen bis 13 hoch. Müssen aber 6 mindestens haben. Und so normal haben sie halt 10. Deswegen, ich habe jetzt 8 von denen, das heißt, ich kann hier noch 2 reintun. So, dann da sind es 10 vollständig, dann habe ich da schön viel Dinos drin. Ich mag das irgendwie, viele Dinos in einem Gehege zu haben, ich weiß auch nicht warum. Sieht zwar dann ein bisschen nach Massentierhaltung aus, aber ja. Vor allem seit dem Update mit den Wolf-Genomen und so habe ich, finde ich es eigentlich ganz gut, weil jetzt kann man auch große Fleischfresser zusammenhalten und das wollte ich halt. Weil so Pflanzenfresser, so große, ja, ist schon gut und schön, wenn man die halt in großen Gruppen zusammenhalten kann, aber das ist halt so normal. Aber große Fleischfresser in Gruppen zu halten, das gibt's nicht so oft. Deswegen finde ich das ziemlich cool, dass sie es reingemacht haben, dass wir jetzt eben auch große Fleischfresser zusammenhalten können. So, wie sieht's mit denen aus? Immer noch nicht betäubt. Wohl nicht. Alter, kann der jetzt mal... Ja, danke. Der letzte wurde jetzt auch noch betäubt. So. Proceratosaurier, hier sind sie alle. Der rote sieht am nicesten aus. Der sieht wirklich schon nice. Ja, jetzt habe ich hier 8 Stück. Bald 10, aber wir haben jetzt alle gesehen von den Procerato und von den Hererasauriern. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln jetzt auf die Insel und gucken uns noch den, wie hieß denn der jetzt? Genau, Acrocanthosaurus war das. Acrocanto war sogar, glaube ich, einer der größten. Warte, wo habe ich den jetzt drauf? Hier, Isla Sorna. Ich glaube, der also größte Fleischfresser war ja Spino und danach kam, glaube ich, sogar schon Acrocanto und Giganotto. Und danach kam dann der T-Rex. Also Acrocanto? Nee, Carcharodontosaurus war das, glaube ich. Acrocanto nicht. Stimmt, Acrocanthosaurus war nicht. Es war Carcharodonto. Den habe ich hier auch drin. Aber den habe ich ja schon in der letzten Folge gezeigt. Oder so. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wenn nicht, dann... Aber eigentlich sollte ich die schon alle gezeigt haben, weil sonst lasse ich die immer. Hier sind Acrocanto, Carcharodonto. Tada. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ah, den sollten wir eigentlich in der Folge angeguckt haben. Vor allem das mit dem blauen hier. Das finde ich sieht nice aus. So, aber wir sind nicht hier, sondern wir müssen jetzt erstmal den Baryonyx hier rauskriegen, weil da kommen gleich die Acrocanthosaurier rein. In das alte Baryonyx-Gehege. Weil die Baryonyx sterben mir hier immer weg und ich habe auch keine Lust mehr auf Baryonyx. Ich habe hier drüben die krassere Variante von denen. Spinosaurus. Ja. In dem Spiel The Isle wurden Acrocanthos ja ziemlich dünn dargestellt. Also halt schon groß, aber halt recht platt und dünn. Und hier sahen die vom Bild her ziemlich fett aus. Hier, ihr könnt es euch da angucken. Ich finde, der sieht aus wie ein pummeliger T-Rex. Deswegen, ich bin gespannt, wie der so ist. Ob der massig ist, ob der fett ist, ob der krass ist.
Wie groß seid ihr denn eigentlich? 14 Meter. Wie groß ist so ein Akrokanto? 11,5. Und ein T-Rex? T-Rex, T-Rex. Hallo? So, die sind 12. T-Rex, wie groß bist du? 15,5. T-Rex, hier, 14 auch. 15. Okay. Also Indominus ist der größte Fleischfresser hier im Spiel. Und der ist der kleinste, kleinste große Fleischfresser, glaube ich. Aber mal sehen, so. Ist der betäubt? Verkaufen. So, dann lassen wir doch mal den ersten davon frei. Ich weiß gerade nicht. Standard, genau, hier. Alter. Der Acrocanthosaurus ist bei den Gästen sehr beliebt und gehört zu den größten Theropoden, die jemals gelebt haben. Ja, nice. Also ihr seht schon, ich habe den Genom-Modifizier-Dings reingehauen, dass die jetzt 4 bis 5 sein können. Weil ich wollte halt schön große, viele Fleischfresser haben. Aber dafür brauchen sie jetzt auch mindestens 4. Aber der sieht schon mal nice aus. Ist auch fett, so wie er auf dem Bild aussieht. So. Ich hätte gerade nicht geguckt, welches Muster der hatte, aber Alpin, glaube ich. Ja, ich habe das in Reihenfolge immer gemacht. Alter, die Zähne von dem oben. Die sehen ja aus wie so Haken, Alter. Ja, Alpin sieht auch ganz in Ordnung aus. So. Dingsig. So grünlich. So. Steppenmuster. Alter. Der sieht geil aus. Steppenmuster sieht richtig nice aus. So, was kommt als nächstes? Sumpf. Scheint wahrscheinlich grün zu sein. Ja. Sieht auch nice aus. Ich finde die Zähne von denen sehen cool aus. Der sieht auch nice aus. Dieses grün-schwarzes. Nein, Alter, nicht den fressen. Wehe, der frisst den, Alter. So, da rein. Ich will nicht, dass sie sich hier gegenseitig fressen. So, die kommen jetzt erstmal alle darüber. Also Sumpf und Steppen sehen schon mal ziemlich nice aus. Sumpf ist dieses grün-schwarz. Das sieht ein bisschen wie ein Frosch aus, so. So, und jetzt das letzte. Lebhaft. Lebhaft sieht meistens ziemlich nice aus auf allen Dinos eigentlich. Ja. Alter. Das sieht doch auch mal nice aus. Ja, also ich finde, Steppen und hier, das lebhaft sieht am nicesten aus. Die beiden sehen ja mal mega nice aus. So, du bist ausgefallen oder was? Hier, Ranga-Team. So, da bricht mir bitte jetzt keiner aus. Also die zwei Muster sehen ziemlich ähnlich aus, aber ich finde die Farbe von dem dann einfach besser. Dieses Blau, Blau-Lila, das sieht einfach cooler aus. Ja, das ist jetzt meine erste Ansammlung von großen Fleischfressern, die über 2 ist. Also hier Giganotosaurus und so kann man ja zu zweit halten. So Giganoto, Carodonto, Baryonyx, Spino. Aber über 2 hatte ich bis jetzt noch keins und die habe ich jetzt einfach zu 5, Alter. So. Der erste kommt gerade an. Passt von Grasland und Wald her. Ja. Brauchen eh nur ganz wenig Wald. Da hinten sollte ich vielleicht ein bisschen Wald reinmachen. Produkttransport beendet.
So. Wir brauchen halt jetzt nur mehr Leute. Ja, das sieht auch ziemlich nice aus. Der hat so... Der ist recht dunkel... Keine Ahnung, wie sagt man... Dunkelbraun, bisschen rötlich, aber auch hat er so einen lilanen Schimmer. Sieht auch nice aus. Der Alpine, ja, Alpinmuster finde ich, sieht meistens nicht so nice aus. Das ist meistens immer zu hell, finde ich. Also wenn die Dinos da mal komplett weiß werden würden, so albino-mäßig, dann fände ich sehr cool aus. Aber die sehen halt immer eher so hellgrau aus. Das sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Ich beende meine Sätze nicht. Ich sage einfach nur noch ein paar Wörter. Alter, die ganzen Viecher hier, die fressen alles leer. Ja gut, die zwei letzten kommen jetzt auch an. Dann sind sie vollständig zu fünf da drin. Es soll ja, glaube ich, auch bald ein neues Update für Jurassic World Evolution kommen mit, nicht Wasserdinos, sondern, hier für Spinosaurier und so, so Sumpfdinos, sage ich mal. Dass die einen speziellen Anteil an Wasser in ihrem Gehege brauchen und dass es noch so Fischfutterstationen geben soll oder so. Mal sehen, ob das in naher Zukunft kommt oder ob das auch noch ein paar Jahre dauert. Aber ich glaube, das soll bald kommen. So, also der sieht schon fast am besten aus, finde ich. Der sieht richtig geil aus. Alter. Von dem können wir auch hier ein... So kann ich da hin. Da kann ich da jetzt einen geilen Screenshot machen. Zwar hier hochauflösendes Bild natürlich. Ihr seht jetzt, glaube ich, das Overlay nicht. Kann ich hier die Farben noch verstärken. Farbanpassung. Und dann kann ich hier Tiefenschärfe. Ja, und dann ist der Hintergrund so... verschwommen. So, einrasten. Nice. Jetzt habe ich einen nice Screenshot von dem. Können Sie auch den hier mal damit angucken. Mit intensiven Farben sieht einfach alles viel geiler aus von den Skins her. So, was geht bei denen hier? Bei dem geht nichts. Bei den zwei hier, die gucken da so rüber. Genug gescreenshottet. Ja, das waren auch die drei Fleischfresser, die in dem Update, nicht in dem Update, in den DLC hinzugefügt wurden. Ja, ist jetzt immer die Frage, ob sich so ein DLC lohnt. Ich glaube, das hat jetzt 5 Euro gekostet. 5 Euro für neue Dinos. Ist jedem sich überlassen, ob sich das jetzt so krass lohnt oder nicht. Aber ich finde, es ist ein sehr cooles Spiel. Deswegen kaufe ich mir davon auch gern DLCs. Nicht unbedingt, weil ich einfach die Dinos daraus haben will, sondern auch, weil ich dadurch ja dann die Leute supporte. Wobei die, glaube ich, nicht unbedingt diese 5 Euro unbedingt brauchen, aber egal. Die DLC sind meistens mit coolen Dinos gefüllt. Und ich hoffe, die machen auch irgendwann bald mal, oder zumindest irgendwann mal in der Zukunft, ein Update mit Wasserdinosauriern. Weil das wünscht sich, glaube ich, jeder, der schon mal Jurassic World Evolution gespielt hat. Dass man einfach so einen fetten Tümpel hier machen kann und dann einfach einen Moser reinklatscht, der dann schön einen Hai frisst oder irgendwelche anderen Dinosaurier, die man ihm da reindroppt. Keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ja, ansonsten war es das mit dieser, wahrscheinlich in Relation zu den restlichen Folgen, ziemlich kurzer Folge Jurassic World Evolution. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt das Video mit euren Freunden, das würde uns helfen. Und, ja, ansonsten, schönen Tag noch und ich hoffe, wir sehen uns in einem... Was? Okay. Der hat auch irgendwelche epileptischen Anfälle. Ich glaube, bei dem ist irgendwas bei der Zucht schief gelaufen. Aber, ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss! Thank you.